häufig Umweltsysteme und nachhaltige Entwicklung, kurz UNE genannt, ein reales Labor draussen im Freien, wo wir mit den Studierenden arbeiten. Aber in unserem Fall nicht ein Labor, wie man sich das vorstellt mit Pipette und Co., sondern Leute in einer Region, mit denen wir über mehrere Semester zusammen arbeiten. Die Studierenden beginnen mit einer Projektwoche, wo sie die Region durchwandern und erkunden und einen Kurzfilm erstellen über die Region und das den Leuten auch zeigen. In meinem Modul lernen sie nachher partizipativ Ideen entwickeln für eine nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit der regionalen Bevölkerung. Sie müssen den Workshop vorbereiten, durchführen, moderieren, dokumentieren. Für die Berufspraxis lerne ich extrem viel in diesem Modul. Ich habe das Gefühl, eben weniger Fachwissen und dafür mehr wirklich anwendungsorientiertes Zeug. Also wie hole ich Leute ab in einem Veränderungsprozess? Und ich glaube, das hilft mir dann später extrem, weil ich dann schon konkrete Erfahrung habe im Anwenden von Methoden. Im nächsten Modul werden Sie dann von der Idee zum Umsetzungskonzept die Projekte weiterentwickeln und andererseits aber auch lernen, wie kann eine Region langfristig den Prozess aufrechterhalten, auch über die Projekte aus, damit es weiter und weiter geht in nachhaltige Entwicklung. Wir haben eigentlich wirklich eine reale Gemeinde mit den Menschen und mit den Problemen und den Herausforderungen, die sie damit konfrontiert sind, zu tun gehabt. Und haben eigentlich so nicht nur die theoretischen Sachen gelernt im Unterricht, sondern eben auch, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, für so eine Veranstaltung zu organisieren oder mit Einheimischen zusammenzuarbeiten. Und das habe ich gefunden, das hat mir sehr viel gebracht. Die Studierenden haben sehr viel Interesse gebracht und das Gefühl, es war wirklich ehrlich und ein grosses Interesse am Tal und an der Entwicklung. Und das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Und vor allem auch der Blick von außen aufs Tal, der ist für uns sehr wertvoll. Wenn eine Entwicklung nicht aus der Bevölkerung selber rauskommt, wird sie nie so mitgetragen. Und Nachhaltigkeit muss von allen getragen werden. Das ist von der Gesellschaft, von der Politik, von der Wirtschaft wirklich durchwegs. Und es ist eben ganz wichtig, dass wirklich die Individuen da dahinter stehen. Und wenn sie das selber mitentwickeln können, von Anfang an, ist natürlich die Beteiligung oder die Motivation viel, viel grösser, um auch Sachen wirklich umsetzen. Sehr schön war, dass an der Schlusspräsentation sehr, sehr viele Leute gekommen sind. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass bei den Gemeindeversammlungen auch so viele Leute kommen. Es sind verschiedene Projekte daraus entstanden. Mit Bike, mit Social Media. Ein Dorffest ist geplant, mit Obstbäumen ist etwas geplant. Und es ist auch entstanden, dass wir eine Stelle können anbieten für eine Studentin von der ZHW. Die Leute haben wirklich mitgemacht. Ich habe gelernt, dass es irgendwie für die Zukunft immer Leute braucht, die miteinander Vision teilen und auch ein Engagement eingehen. Und das habe ich hier sehr schön erleben können. Und ich denke, das motiviert mich auch für künftige Projekte, die in meinem Berufsalltag irgendwann auf mich zukommen, um einfach optimistisch zu sein und irgendwie zu finden, ja, das packen wir zusammen an.